Ich wollte, ich wär ein Huhn, ich hätt nicht viel zu tun. Ich legte jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal zwei. Wer war das nochmal? Comedian Harmonists, glaube ich, oder? Ich bin mir da nicht so ganz sicher jetzt. Ihr werdet es wahrscheinlich aufgrund meiner schiefen, unglaublich grausamen Gesangstechnik auch nicht rausfinden. Aber ja, das ist halt der Dings. Immer wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, sage ich Dings. Dings ist allgemeingültig. So, das klappt doch schon mal wunderbar hier. Diese Hühnchen trifft man auch nie. Ich möchte jetzt einen verdammten Bogen. Ich möchte aber nicht wieder in diese Höhle. Ich möchte nicht mehr rein. Ihr wisst warum. Das spawnen mir Viecher auf dem Kopf. Wir können ja mal einen Testlauf starten, oder? Ja, mit der Schaufel. Ich mache mal ein... Viererloch. Und gucke mal, wie weit wir kommen. Ich brauche mal die Leitern. So. Ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte jetzt mich einen Ohrwurm. Dach, da wollte ich gar nicht hin. So, ganz langsam gehen wir vor. Ich habe nämlich noch keinerlei Erfahrung mit Monsterfallen und Mobspawnern an sich. Wenn es dunkel wird, gehe ich auch wieder hoch. Erstmal mache ich hier mal, apropos dunkel wird, hier mal Licht. Einfach so. Ach ja. Ja, ich habe keine Ahnung davon und deswegen gehe ich ultra vorsichtig vor. Und das ist mir auch scheißegal. Wir haben ja Zeit. Wir wollen es auch ein bisschen spannend machen. Zumindest ein klein wenig. Habe ich das Gefühl, dass demnächst unter mir einfach ein Loch ist und ich da reinfalle. Wo bin ich denn? Viel zu hoch wahrscheinlich noch. Ah, falsche Taste. Und
Jetzt gehen wir erstmal pofen. Ach ja, langsam. Ja, mal gucken, dass wir dann... Es wurde oft vorgeschlagen, irgendwie eine U-Bahn oder überhaupt irgendein Schienensystem. Wir haben ja genug Eisen. Und wenn die Monsterfalle dann funktioniert und schön was einbringt, was auch immer, ich weiß es noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, welche Art von Monsterfalle wir bauen. Müssen wir mal schauen. Aber wenn das dann einiges bringt, dann können wir da auch irgendwie mal so ein Schienennetz verlegen. So runter in die Monsterfalle und wieder hoch in die Bude. Und das wird wahrscheinlich wieder mit viel Graberei verbunden sein, aber das bleibt nicht aus. Und aber immerhin hätten wir dann ein bisschen was zu tun. Also hier war ein Spawner da, das weiß ich. Oh, Höhlenmusik, hier ist was in der Nähe. Das war doch schön gesagt, oder? Wahrscheinlich ist unter dem Klotz, den ich immer unten... Ah, ich höre schon Zombies. Also ein Zombie-Spawner? Fände ich ja ungeil. Skelette wär viel cooler, weil die droppen viel nützlichere Dinge als Federn. Vielleicht sind die Zombies auch einfach nur... Nee, die scheinen unter mir zu sein. Das scheint ein Zombie-Spawner zu sein. Und es scheint eine ganze Menge zu sein. Ich sollte für gleich mal etwas Fleisch ausrüsten. Ja, so. Komm, nehmen wir das auch noch. Deswegen mache ich das jetzt immer lieber so. Und wir sind sowas wie da, würde ich sagen. Jetzt habe ich natürlich, jetzt wo ich sie gebrauchen kann, habe ich natürlich die Erde weggelegt. Tauschen wir durch einen Schnitzel aus.